Peace, Freunde, was geht ab? This is Nico und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal ein kurzes, knackiges, fashion-related Video. Es geht um meine latest Pickups. Das ist auch eine Sache, die ich mir geholt habe. Auf eine Sache bin ich diesmal besonders stolz. Ich habe auch richtig lange darauf gespart. Ich kriege direkt das Grinsen, wenn ich nur dran denken muss. Ich habe es auch schon auf meinen ganzen Social-Media-Plattformen geteilt. Die Links dazu findet ihr unten in der Bio. Aber was genau das ist, zeige ich euch jetzt in dem Video, Freunde. Viel Spaß. So, Friends, dann lasst uns mal direkt über das Piece reden, was ich hier anhab. Und zwar ist das ein T-Shirt von Represent, eine Marke aus England. Checkt die Jungs auf jeden Fall auf Instagram ab. Ist eine sehr geile Marke, aber sehr teuer. Eigentlich würde das T-Shirt 104 Pounds kosten und chillt, ich habe es nicht für 104 Pounds gekauft, ich habe im 50% Sale zugeschlagen. Dann lass uns mal kurz darüber reden, was mir bei diesem T-Shirt sehr gut gefällt. Das ist nämlich zum einen der Metallpatch hier unten und dann generell, dass das hier diese bisschen, dass das so ein bisschen zerstückelt aussieht an den Ärmeln und hier unten am T-Shirt-Bund. Generell gefällt mir noch richtig gut, dass der Kragen wieder enger sitzt, also momentan stehe ich wieder auf engere Krägen. Einmal hier generell der ganze Fit und der Backprint. Thema Backprint und Fit muss ich nämlich eins sagen. Also obenrum richtig nice, unten vielleicht ein bisschen zu lang, also ihr könnt es vielleicht schon ein bisschen sehen, das sieht wirklich schon fast Richtung Kleid aus, deswegen ich trage das immer lieber ein bisschen gerne so cropped, aber das muss ich alle zwei Minuten dann wieder neu machen, sonst stehe ich hier wie so ein Trottel und crop die ganze Zeit mein T-Shirt. Und Thema Backprint, da ist auch nicht so meins, also hätte nicht sein müssen, aber so viel zu dem T-Shirt. So Freunde, dann haben wir hier noch ein T-Shirt von Represent. Also habe ich eigentlich doch die 104 Pounds ausgegeben, aber für zwei T-Shirts, nicht für eins. Das ist der Print von vorne. Diesmal hat es hinten keinen Backprint. Ich zeige euch nochmal den Print von vorne, weil der gefällt mir wirklich richtig gut. Ich hoffe, man erkennt es. Ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt. Also der Print gefällt mir sowieso erstmal besser und das fittet irgendwie auch ein bisschen an meinen ganzen Körper. Man sagt ja, schwarz macht ein bisschen schmaler. Wahrscheinlich fittet es deswegen besser zu meinem Oberkörper. Aber auch erstmal hier zum T-Shirt. Wir haben wieder wie üblich das Metallpatch unten dran. Dann die Zerstückelung an dem T-Shirt-Bund und an den Ärmelbünden. Dann einmal den engen Kragen mit Zerstückelung. Auch wirklich sehr nice. Und Thema T-Shirt-Stoff werden sich wahrscheinlich einige fragen, wer ist so dumm und gibt 54 Pounds für ein T-Shirt aus? Also das, Freunde, ist so ein fetter T-Shirt-Stoff. Das ist so krank. Das ist, man wird es vermutlich nicht hören, aber es ist ein echt schwerer Stoff und zwar bei beiden T-Shirts, was ich richtig gut finde. So, Freunde, das Teil, was wir jetzt haben, ist nichts aus der Streetwear-Abteilung. Also das ist ein komplett anderer Stoff. Das ist nämlich ein Casual Calvin Klein Pulli. Den habe ich von meinen Eltern zum, nicht Geburtstag, zum Namenstag geschenkt bekommen. Und ja, viel kann ich dazu nicht sagen. Was ich davon einfach nice finde, ist generell der Stoff. Das ist ein sehr weicher Stoff innen drin, aber ist jetzt kein Stoff, den man zum Beispiel mit Streetwear-Hoodies vergleichen könnte, die wirklich auf Schwere setzen, auf richtig hohe Qualität. Das ist ein schöner, chilliger Pulli zum Zuhause-Chillen. So, Friends, dann kommen wir zu der Sache, die absolut nichts mit Fashion zu tun hat, die ich aber doch auf diesem Account zeigen will, denn damit cutte ich meine Videos. Ihr könnt es euch denken, das ist der geliebte MacBook Pro, auf den ich 3 Monate gewartet habe, glaube ich. Ich wollte mir eigentlich jetzt den holen, der im Sommer 2021 rauskommt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ihr wisst alle, ich hatte diesen Lidl-PC für 80 Euro oder so. Und Junge, es war einfach nur Eskalation. Auf jeden Fall, ich bin jedes Mal ausgerastet, als ich am Karten war. Ich habe... Sprachen lernen. Er hat einen Clip, der 1 Minute lang ging. 50 Minuten lang rennen müssen. Exportieren mit dem Video hat 3 Tage gedauert. Also es ging wirklich gar nicht fit. Ich habe mir einen Space Grau MacBook Pro zugeschafft. Mit 500 GB sind das. Ansonsten alles mit Standardwerten. Und ich muss sagen, ich bin so zufrieden damit. Ich habe das jetzt gute 3 Wochen, glaube ich schon, das MacBook Pro. Und ich bin einfach verliebt, Freunde. Es ist so ein geiles Teil. Das ist die beste Investition, die ich seit langem getätigt habe. So, Freunde. Dann, ihr wisst, zu Weihnachten, ich hatte mir 3 Paar Schuhe gewünscht. Den Jordan 1 Low Shadow, Nike Blazer in Weiß und Reebok Classics. Und mein Favorite war der Reebok Classic. Das meinte ich zu meinen Eltern. Und zum Glück auch bekommen. 2,5 Monate später, aber immerhin bekommen. Hier sind sie einmal. Wirken auf den ersten Blick ziemlich einfach, aber bei genauerem Hinsehen haben die doch was Besonderes. Und zwar, was ich sehr nice finde, ist dieses goldene Element oben an der Schuhzunge und einmal an der Seite. Ansonsten generell ist der Schuh in einem blau-beige-weiß gehalten, also sprich blaue Schuhsohle, übrigens schon einmal angehabt. Ich konnte es einfach nicht aushalten, ich Idiot, einfach direkt dreckig gemacht hinten. Naja, anyways, weiße Sohle, dann haben wir einen beigen Überzug mit einem blauen Reebok-Swoosh. Und generell, was ich zu dem Schuh sagen kann, warum das mein Favorite ist, weil den kann man so auf Streetwear-Sachen anziehen, aber auch gleichzeitig kannst du den ähnlich wie den Alexander McQueen so eher auf schickere Klamotten anziehen. Und deswegen, finde ich, gehört der in jeden Kleiderschrank. Der ist richtig nice. So, my friends, das war's mit dem Video. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ey, ich hasse diesen Satz. Und abonniert den Kanal gerne, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt es gerne unten in die Kommentare, was euer Lieblingspiece war. Den MacBook nehmen wir mal außen vor. Ich weiß nicht, hört ihr das? Wer dreht hier die ganze Zeit Donuts, Digga? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Peace.